Zurück bei Inferno Education und in der Silence One-Reihe geht es heute um Plugs. Also diese Deadmau5-ähnlichen Dinger, die man heutzutage in fast jedem Trance-Song findet. Wobei man sagen muss, vor Deadmau5 gab es das auch schon. Das lässt sich mit dem Silence One hervorragend realisieren und es klingt dann in unserem Ergebnis ungefähr so. Wir gehen wieder auf Menü, Preset, Clear Init. Und jetzt zeige ich euch mal die Melodie, die ich für euch geschrieben habe. Es ist die gleiche Melodie wie bei dem Transpad-Tutorial, allerdings jetzt in einer Plug-Version. Gut. Das erste, was wir machen, ist, wir drehen die Polyphonie, schwieriges Wort, nach oben, auf die 16 möglichen Voices, die wir einstellen können beim Silence One. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Oszillator A1. Sägezahnwelle ist angewählt, Retrigger lassen wir an, Voices gehen wir auf 3 und die tunen das Ganze nur ein bisschen. Das klingt jetzt so. Genau. Gut, machen wir weiter auf der anderen Seite. Oszillator A2. Hier nehmen wir wieder eine Pulswelle. Retrigger lassen wir an. Voices ebenfalls auf 3. Die Phase drehen wir nur ein, zwei Tacken hoch. Volume runter. Stereo ein bisschen runter. Und das klingt jetzt so. Sehr cool. Auf der linken Seite können wir das Stereobild auch ein wenig verkleinern. Das hier soll nämlich unser Fundament sein. Gehen wir zum Amp Envelope A. Attack lassen wir auf 0. Decay ungefähr bis hier. Sustain komplett runter. Und die Release Time drehen wir schön hoch. Ungefähr bis hier. Das klingt jetzt so. Jawollo, gehen wir in Part B. Hier werden wir erstmal den Amp Envelope einstellen, so wie wir es vorhin gemacht haben. Eine Möglichkeit wäre in Part A alles hier zu kopieren und einzufügen. Wir wissen aber grob, wie es geht. Also Attack hier unten, Decay bis hier, vielleicht dieses Mal ein bisschen höher. Sustain komplett runter. Release Time ein bisschen mehr als die Hälfte. Ah, vielleicht doch die Hälfte. Retrigger dieses Mal aus. Wir dicken den Sound ein bisschen an. Die Tune ungefähr bis hier. Und Voices gehen wir jetzt auf 8. Wir mischen das Signal jetzt bei, bis es uns gefällt. Nice. Das soll uns erstmal reichen. Jetzt können wir natürlich noch nicht wirklich Dramaturgie erzeugen. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit den Filtern. In Part A wählen wir auf dieser Seite den Lowpass-Filter an. In Part B im Filterbereich ebenfalls ein Lowpass-Filter. Jetzt können wir mit dem Cut-Off eine Dramaturgie schreiben. Das klingt dann so. Okay, aber nicht pluggy genug. Um diesen Plug-Sound zu erreichen, müssen wir mit dem Mod-Envelope 1 arbeiten. Was wollen wir denn modulieren? Natürlich unseren Cut-Off. Deswegen wählen wir hier unten in der Matrix, ihr klickt hier einfach rein, Cut-Off AB. Und stellen unsere Mod Envelope 1 folgendermaßen an. Ein Attack auf 0, Decay ein bisschen höher, circa ein Viertel. Sustain bleibt, wo er ist. Und ein wenig Release Time. Den Drehregler drehen wir jetzt ordentlich nach rechts. Ungefähr bis hier. Den Cut-Off drehen wir jetzt runter und mal sehen, was passiert. Schon ganz cool. Vielleicht ein bisschen weniger. Und hier ein bisschen mehr Decay. Jawohl, so soll das klingen. Jetzt haben wir unseren Plug-Sound eigentlich schon, so wie wir ihn haben wollen. Jetzt müssen wir den Sound noch ein bisschen veredeln. Dafür benutzen wir einen Equalizer. Natürlich können wir jetzt auch den Equalizer bei Silence One benutzen. Ich persönlich benutze aber lieber den Equalizer, den ich von Cubase mitgeliefert bekommen habe.
Ich gehe mal kurz in meine Mixkonsole zu den Inserts. Hier lade ich mir einen entsprechenden EQ. Das könnt ihr in eurer DAW mit dem EQ eurer Wahl machen. Als erstes setze ich einen Low Cut. Das mache ich deswegen, weil es sich bei diesem Synthesizer, den wir benutzen, und bei dieser Melodie, bei diesem Plug, ja nicht um einen Bass handelt. Wenn wir später einen Song schreiben, dann haben wir auch Bässe mit dabei. Und die brauchen ihren Platz, die müssen wirken. Wir wollen nicht, dass unsere Lead-Sounds und unsere Bässe gegeneinander arbeiten. Deswegen schaffe ich Platz und mache hier einen Low-Cut, ungefähr bis hier. Hier hebe ich ein wenig an und nehme ein wenig von den ganz hohen Bereichen weg. So, das war's auch schon. Jetzt müssen wir das Ding richtig andicken. Da es Trance ist, brauchen wir Fläche. Und dann arbeiten wir am besten natürlich mit einem Reverb. Bevor wir den aber einsetzen, möchte ich, dass unser Plug-Sound noch ein bisschen spannender klingt, gerade wenn wir an einer Stelle sind, wo noch nicht die ganze Masse zu hören ist. Ich wähle jetzt also ein Delay an. Stelle ihn mir folgendermaßen ein. Einmal auf ein Achtel und einmal auf ein Viertel. Dry-Wet ungefähr bis hier. Ein bisschen mehr weiter. Und das klingt dann so. Geilomat. So, und jetzt kommen wir zum Reverb. Die Frage ist natürlich, ob wir wirklich noch einen brauchen. Ich würde grundsätzlich noch einen verwenden. In diesem Fall nehmen wir einfach mal den Reverb vom Silence One. Ein wenig mehr Raumgröße. Weite drehen wir ein wenig zurück. Dry-Wet ungefähr bis hier. Und dann mischen wir den Hall mal ein wenig zu. Und das war's auch schon. So. Dann hören wir uns das doch mal an, wie es in einem Song klingen könnte, indem wir den Cut-Off bedienen. Den könnt ihr hinterher im Song automatisieren und dadurch eine richtig geile Dramaturgie erzeugen. Das klingt jetzt so. Ordentlich, wir haben jetzt ein paar richtig geile Trance-Plugs hergestellt mit dem Silence One. Ihr könnt natürlich hier am Amp-Envelope noch ein wenig rumstellen, vielleicht die Release-Time ein bisschen erhöhen oder absenken, aber grundsätzlich haben wir das, was wir erreichen wollen. Ich habe noch einen kleinen Nachschlag für euch. Ich habe einen Trick mir irgendwann mal angeeignet, den habe ich in irgendeinem Tutorial gesehen zum Thema Plugs bei EDM-Songs. Ob man den Stil jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich finde den Trick eigentlich ganz cool. Bisher hört sich ja unser Plug-Sound so an. Wir wollen hier noch ein bisschen pluggier machen. Dafür gehen wir jetzt in den Mod Envelope 2 und wählen in der Matrix als Ziel Pitch A, B. Wir drehen den Drehregler nur ein kleines bisschen nach rechts und den Decay nur ein kleines bisschen hoch. Das klingt jetzt so. Ihr hört schon, der Anschlag ist um einiges präsenter. Ich finde den Trick ganz cool. Wenn man das ein wenig dosiert, kann man damit auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ergebnis erreichen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Man sieht, mit dem Silence One lassen sich relativ schnell sehr gute Ergebnisse erzielen und auch eine persönliche Note hinzufügen. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch ein Like da, abonniere unseren Kanal und schreib doch in die Kommentare, wenn es Wünsche gibt oder vielleicht Beschwerden. Ich hoffe, ihr nicht. Bis dann.